Willkommen zurück zu The Evil Within 2. Es geht weiter wieder, Freunde. Wir befinden uns hier in einer kleinen, Basis hier mit unserem werten Techniker, der natürlich hier an Ort und Stelle bleibt. Wir haben ja das letzte Mal schon erfahren, wie mutig der gute Mann doch ist. Aber ich glaube, er würde uns wahrscheinlich eh nur irgendwie abnerven, deswegen ist das schon in Ordnung so. Wir wollten uns die Werkbank noch angucken. Ich weiß zwar nicht, ob da schon viel möglich ist, aber mal gucken. So, Herstellung und Waffenverbesserung haben wir da jetzt. Wir gehen erstmal in die Herstellung. So. Da sehen wir zum Beispiel Waffen und Munition. Sammle verschiedene Komponenten, um daraus nützliche Gegenstände und Munition herzustellen. Ich könnte, da ich zweimal dieses Zeug gefunden habe, könnte ich daraus zum Beispiel Munition herstellen. Die kosten... Ich habe 19 Stück gefunden. Ich kann also 9 Patronen machen, wenn ich wollte. Die Frage ist, ob ich mit diesem Material auch noch andere Dinge machen kann. Da unten sehen wir alle Komponenten, die wir noch bekommen könnten. Wir haben nur 5 Schuss momentan. Glaube ich, 25 im Magazin oder so. Es wäre wirklich sinnvoll, wenn wir vielleicht ein bisschen was machen. Ich will zwar so gut wie es geht nur rumsneaken, aber wer weiß. Kosten 18. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll... Ich mache mal 5 Patronen jetzt einfach mal. Ach, das muss ich gedrückt halten, okay. Jetzt habe ich 10 Patronen. Dafür gab es auch die Trophäe selbst. Sister Mann. Okay, ich lasse das erstmal und gehe zur Waffenverbesserung. Das ist nämlich schon mal deutlich wichtiger. Dafür brauchen wir anscheinend die Waffenteile. So, wie funktioniert denn das jetzt? Ah ja, hier. Ich glaube, so ähnlich war es auch im Vorgänger, ne? Wir haben Feuerkraft. Wir haben Magazingröße, die Feuerrate und die Nachladezeit. Am wichtigsten ist mir natürlich erstmal die Feuerkraft. Erhöht den Schaden aller Waffen derselben Kategorie. Das ist natürlich auch gut, falls wir nochmal eine Handfeuerwaffe bekommen. Zählt das dann auch da rein. Das ist gut. Beziehungsweise erhöht aller Waffen doch derselben Kategorie. Ja, okay. Wenn ich jetzt hier hindrücke, sehen wir hier Feuerkraft 1 erhöht Feuerkraft für mehr Schaden 100 auf 120%. Dafür brauche ich 90 Waffenteile. Das heißt, ich habe gar nicht genug, ne? Hier fehlen die folgenden Komponenten. Ja, Waffenteile 65. Wir können aber schon mal schauen, was da sonst noch so kommt. Wenn wir das irgendwann mal haben. Ich weiß nicht, ob wir dann da nach unten kurven können. Zu diesen da. Weil das irgendwie aussieht wie so ein Skilltree, der dann nach unten geht. Bin mir nicht sicher. Oder wir brauchen erst das hier. Feuerkraft 2, 130%. Und können dann das hier freischalten, um auch nach unten zu kommen und können dann fortan vielleicht wählen, welchen Weg wir gehen. Hier gibt es weiterhin die Feuerkraft und da unten kritische Treffer. Ist natürlich auch sinnvoll, aber wie gesagt, das Ganze können wir uns momentan noch nicht leisten. Magazingröße, ich will eben mal gucken, hier wird ganz normal die Kapazität erhöht, da gibt es sonst nichts. Die Feuerrate genauso, die Sekunden sehen wir hier. Und die Nachladezeit verringert sich hier auch spürbar. Wobei, was ist das? Sturmschütze erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen. Ah, okay. Ist natürlich auch interessant. Das wirkt jetzt nicht so viel, aber ich weiß nicht, ob da vielleicht noch was dazukommt, wenn man... Stufe 2 Verbesserung. Für Feuerkraftmagazin. Mhm. Na gut, müssen wir mal abwarten. Momentan geht ja eh noch nichts. So, dann wissen wir das schon mal. Die Herstellung haben wir ein paar Patronen gemacht. Wie ist denn das jetzt mit Gegenstandsinfo? Kann ich mir auch noch mal ein bisschen genauer angucken, wenn man möchte. Diese Pistolenmunition verursacht mittleren Schaden. Kann aus Schießpulver hergestellt werden. Mehr können wir jetzt noch nicht einblicken. Genau, wie ist das mit den Spritzen? Ich habe ja momentan 3 Spritzen, deswegen kann ich wahrscheinlich keine aus meinen komischen Kräutern machen. Aber rein theoretisch, dir fehlen die folgenden Komponenten 1. Heißt das, ich brauche 4 von diesen Kräutern, damit ich mir eine Spritze machen kann? Vermutlich, ne? Aber wie gesagt, wir haben eh das Maximum. Und von daher können wir uns das jetzt erstmal schenken. Okay. Gut, dann ist soweit das klar. Improvisieren. Wähle das Improvisieren-Symbol im Arsenalmenü aus, um Gegenstände ohne Werkbank herzustellen.
Improvisieren verbraucht mehr Ressourcen als das Herstellen an einer Werkbank und du kannst damit Waffen nicht verbessern. Improvisieren kann nicht als Schnellzugriff auf Gegenstände festgelegt werden. Dann würde ich eher von Improvisieren absehen. Natürlich ist es vielleicht mal praktisch, wenn man vor Ort was machen kann. Vielleicht wird es auch mal vonnöten sein. Aber eigentlich will ich das lieber an der Werkbank machen. Also wenn es denn irgendwie möglich ist. Okay, aber cool, dass das auch so geht. Ich glaube, im früheren Spiel konnte man das immer machen? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Okay, warte mal, lag da noch Waffenteile? Ne, herstellen. Achso, dann werden mir die Waffenteile nur angezeigt, die ich gerade habe. Alles klar. So, der Kaffee haben wir schon benutzt, deswegen sind wir auch voll geheilt. Ich würde sagen, wir müssen dann langsam mal weitermachen. In unserer Shortcut hier ist noch nichts, beziehungsweise jetzt gerade nicht. Ich muss gerade mal... Ich kann überhaupt keine Tasten hier drücken, keine Karte öffnen, gar nichts. Ah doch, jetzt hat er die Waffe wenigstens genommen. Zumindest in die Hand hat er sie genommen. Das hier habe ich gesucht. Denn... Schnellzugriff festlegen. Ach ja, okay. Hier ist nämlich dieses Improvisieren, was vorhin gemeint wurde. Aber wie gesagt, das benutzen wir jetzt natürlich nicht. Dann haben wir hier oben, können wir anscheinend... Ah, ich kann hier... Okay, sowas wie eine schnelle Heilung wird vielleicht mal vonnöten sein. Dann werde ich mal... Wo mache ich denn die Heilung drauf? Ich mache das mal nach oben. Die Heilung. Und das hier mache ich mal hierhin. Ich hoffe, ich merke mir das. Und das mache ich hierhin. Und das Improvisieren mache ich nirgendwo hin. Weil ich das nicht benutzen will. Behaupte ich einfach mal. Ich werde mich bestimmt... ich werde das mich bestimmt nach oben entscheiden. So, wenn ich jetzt das hier drücke, wunderbar. Man sieht es ja auch ganz kurz angezeigt, wenn man sich unsicher ist. Es geht auch sehr schnell. Es ist halt, ja, es ist ja auch ein Schnellzugriff. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt endlich mal weiter, würde ich sagen. Wir sind ja auch noch nicht durch mit dem Haus. Und hier gibt es zumindest noch einen Spiegel. Irgendwo. Vielleicht finden wir den ja noch. Bin ich von da gekommen? Oder... Moment mal. Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Naja, ich werde es gleich merken. Nein, Tür! Nein. Hast du davon? Okay. Okay. Ach Gott, die Krankenschwester vom ersten Teil. Wie cool ist das denn? Was zum... Wer war das? Ach komm, die kennst du doch. Ich finde es auch ein bisschen seltsam. In den Kommentaren wurde es auch schon geschrieben, warum Sebastian sich so benimmt, als wäre er zum allerersten Mal im Stem. Verstehe ich auch nicht so ganz, aber okay. Hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet, die Krankenschwester mit der alten Musik wieder zu bekommen. Sehr cool. Da werden doch Erinnerungen wahr, Sebastian. Hinhalten. Achso, halten, um hineinzusehen. Und wir sind aber jetzt nicht wieder in dem alten... In der alten Klinik? Nein, wir sind in unserem Zimmer. Das ist wirklich unsere neue Station. Das bleibt sie auch. Schade, ich habe kein neues Dia gefunden, aber vielleicht ändert sich ja hier manchmal die Räumlichkeit. Vielleicht finde ich hier noch eins. Schauen wir mal. Schließlich fange ich jetzt auch gerade hier draußen an. Das ist nämlich neu. Das letzte Mal konnte ich nur in meinem Büro rumschlappen. Und ich verstehe auch warum, denn auch hier haben wir nochmal eine Werkbank. Und diese schemenhafte... Krankenschwester. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich hier wirklich nachlaufen soll. Hier ist die Werkbank, die ich fortan benutzen kann. Ich würde gerne erstmal in mein Büro gehen, wenn es gestattet ist. Nee, ist es nicht. Na toll. Dann gehen wir hier nach. Und die alte Musik, ey. Welche Überraschung. Oh, nee. Oh Gott, ey, seine Erinnerungen und alles schmelzt wieder zusammen. Scheiß Stem aber auch. Wie cool ist das denn? So, warte mal, ich muss mich hier mal ein bisschen neu sortieren. Okay. Muss nämlich drauf achten, ich habe die Hände unter der Decke. Nein, ich mache nichts Versautes, aber ich habe halt den Controller unter der Decke, damit ihr den nicht so laut hört. Seht ihr mal, wie nett ich bin. Krass, ey, kurz nochmal... Oh Gott, ich kann mich da reinsetzen, dann bin ich... Ah, dann bin ich vielleicht echt wieder in diesem alten Zimmer, wo ich mein Gel benutzen kann. Das will ich jetzt mal checken. Ja.
Teufel? Hey, lass mich hier raus! Ja. Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder? Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Sie wirken müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen. So wie früher. Oh yeah. Und das finde ich sehr, sehr cool. Auch wenn es diesmal anscheinend ein bisschen anders ist. Okay, wir verbessern das mal. Was genau können wir denn da machen? Ah, ich wusste gar nicht mehr, dass das so komplex war. Beziehungsweise jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen komplexer. Okay, da müssen wir uns jetzt erstmal... Wir haben hier verschiedene Skilltrees. Ja, ich weiß, ist ein veralteter Begriff, aber egal. Kaufe Fertigkeit, um deine Gesundheit und körperliche Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Athletik, kaufe Fertigkeit, um deine Ausdauer zu erhöhen, um besser auszuweichen. Heilung, kaufe Fertigkeit, um deine Gesundheit schneller zu regenerieren. List, kaufe Fertigkeiten, um dich besser zu verstecken und lautloser vorzugehen. Ich bin zwar nicht so gerne im Versteckmodus, aber es wird vielleicht von Vorteil sein. Aber auch der Kampf bestimmt. Kaufe Fertigkeiten, um deinen Umgang mit Feuerwaffen und deinen Nahkampf zu verbessern. Ja, das ist eher meins, denke ich. Ich weiß halt nicht, wie das Spiel ausgelegt ist. Ist es mehr auf Action oder... Die Sache ist halt die, ne? Wenn es wenige Stealth-Momente gibt, werde ich mich sonst wohin beißen, wenn ich das skille. Im ersten Teil war ja der Kampf mehr ausgeprägt. Aber ich habe ja immer wieder gehört, der zweite Teil soll geiler sein, deswegen... Naja, mal schauen. Wir gehen jetzt erstmal in die List. Ich will einfach mal gucken, was da so möglich ist. Unauffällig 1. Deine Schritte verursachen weniger Geräusche, sodass Gegner langsame Verdacht schöpfen. Das ist schon geil, sowas. Unauffällig 2. Dann kommt hier so ein... So ein Schloss, wo ich ein rotes Gel benötige. Die Dinger scheinen bestimmt sehr selten zu sein. Und dann bekäme ich unauffällig 3. Ah ja. Hier hätten wir noch Hinterhalt. Du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Das klingt ziemlich cool. Aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Klingt unglaublich praktisch. Würde ich fast drauf sparen wollen, ehrlich gesagt. Ich kann mir nicht mal unauffällig 1 leisten, aber ich muss bei unauffällig 1 wahrscheinlich anfangen. Ja, das kostet eh 3000, von daher. Fertigkeitsinfo gibt's da noch? Ah, hier sehen wir es nochmal ein bisschen genauer. Sorry, wenn ich mir das jetzt präziser anschaue, aber das ist halt neu für mich und ich will mir gut überlegen, was ich da nehme. R1, Deckung ist klar in der Nähe einer Wand. Schleichangriff, wenn das Schleichangriffsymbol erscheint. Ah ja, normalerweise würde das nur erscheinen... Das ist geil. Normalerweise würde das nämlich nur erscheinen, wenn die Dinger hinter mir sind. Aber da kann ich sie dann auch von der Front töten. Das ist super geil. Wenn du hinter einer Ecke in Deckung bist, kannst du einen Schleichangriff auf einen Gegner hinter der Ecke ausführen und ihn ausschalten. Der Gegner muss sich in der Mitte des Bildschirms befinden, damit das Schleichangriffssymbol erscheint. Okay, das ist ja... Das kann man ja einrichten. Das ist ja kein Problem. Du kannst keinen Schleichangriff mehr durchführen, wenn der Gegner dich bemerkt hat. Logisch. Super. Hier haben wir den Flaschenbrecher. Das ist das, was man auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad sofort hat. Flaschen in deinem Inventar werden automatisch benutzt, damit du dich aus der Umklammerung eines Gegners lösen kannst. Also das ist auch ein super geiler Skill, muss man sagen, weil ich bin nicht so scharf drauf, die Viecher mit Flaschen abzulenken. Und dann hätten die Flaschen bei mir einen richtig guten Nutzen. Ich guck mir, also ich muss jetzt nicht alles lesen, aber ich will mir jetzt wenigstens mal die Bilder angucken. Die Flaschen werden direkt aus dem Inventar verwendet und müssen nicht ausgerüstet werden. Sehr gut. Hier gab bei unauffällig gab es keine Info, aber das ist ja auch selbsterklärend eigentlich. Dann haben wir unten Schleicher 1. Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung. Das kann auch definitiv von Vorteil sein. Schleichen 2 und hier hätten wir dann... Das Raubtier. Eine Spezialfähigkeit, mit der du dich einem Gegner schnell nähern kannst, um einen Schleichangriff auszuführen. Also ist das dann... Warte mal, wir können es uns ja hier genauer angucken. R1 halten, zum Ziel bewegen, wenn das rote Symbol erscheint. Das ist klar.
Schleichangriff, wenn das Schleichangriffssymbol erscheint. Wenn du dich innerhalb eines bestimmten Entfernungen hinter einem ahnungslosen Gegner befindest, erscheint ein rotes Symbol auf ihm. Halte R1 gedrückt, um automatisch auf ihn zuzusprinten. Und der kriegt das dann nicht mit. Aha, sobald du nah genug bist, erscheint ein Schleichangriffssymbol. Drücke X, um einen Schleichangriff auf einen Gegner durchzuführen. Der Angriff schlägt fehl, wenn der Gegner dich während des Sprints bemerkt. Also solltest du möglichst von hinten angreifen. Ja, logisch. Okay, das da braucht man vielleicht auch ein bisschen Skill dahinter, aber das klingt dann auch sehr interessant. Also ich glaube, ich werde mich auf jeden Fall, ich werde mir sofort Hinterhalt und den Flaschenbrecher holen. Ich denke, das ist so das Erste, was ich haben möchte. Das kann eigentlich nicht verkehrt sein. Gucken wir noch schnell in den Kampf rein. Ruhige Hand. Verringert das Wackeln der Zielhilfe beim Schießen. Okay, das könnte ich mir schon leisten, aber das will ich nicht. Ruhige Hand 2, ruhige Hand 3. Synaptischer Fokus. Boah, kostet 75.000. Drücke Dreieck beim Zielen, um dich zu konzentrieren und die Zeit zu verlangsamen. Oh, Matrix-Style. Drücke erneut, um den Effekt zu beenden. Okay, das ist ja aber auch dann ziemlich geil und gerade bei schnellen Gegnern vielleicht super von Vorteil, wenn man da präzise treffen möchte. Zu konzentrieren, Zeit zu verlangsamen. Diese Fertigkeit verbraucht Ausdauer. Okay, ich habe mich nämlich schon gefragt, wie lange das geht. Ausdauer verbraucht das Ding also. Alles klar. Ist natürlich eine geile Spielerei. Schusshaltung, geringerer Rückstoß. Okay. Und hier hätten wir den Kugelhagel. Kostet 20.000. Eine begrenzte Zeit lang steigt der Schaden durch Feuerwaffen mit jedem weiteren Schuss. Der Effekt endet, wenn entweder die Zeit abgelaufen ist oder die Munition ausgeht. Okay, da bin ich aber nicht so scharf drauf, muss ich ehrlich gestehen. Da oben hätten wir Schläger, Nahkampfangriffe, darunter Angriffe mit Waffen wie Messer und Äxte verursachen mehr Schaden. Das ist eventuell absolut brauchbar, könnte ich mir vorstellen. Wegtreten. Du erhältst die Fähigkeit, benommene Gegner wegzutreten, funktioniert nämlich bei allen Gegnern. Ja klar, bei den riesengroßen wird das nicht funktionieren. Also so ähnlich wie bei Resi 4 könnte man sagen, dass man die dann einfach ohne weitere Munition zu verschwenden K.O. knocken kann, das ist gut. Und Schläger 2. Ja, aber ganz ehrlich, da hat mich die List mehr angemacht. So, die restlichen Skilltrees überfliegen wir jetzt etwas schneller. Zähigkeit steigert das Maximum. Das ist natürlich auch so eine Sache, die wir uns vielleicht gönnen sollten. Trotz, wenn ein Gegner dir so viel Schaden zufügt, dass du sterben würdest, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen mit einer geringen Menge Gesundheit am Leben. Okay, trotz 2. Vitalität. Erhöht die Menge der regenerierten Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod. Aber das ist nicht wirklich viel. 100 auf 110%. Ja. Okay, reizt mich auch nicht so. Athletik wird bestimmt von Vorteil sein. Ausdauer, klar, können wir damit steigern. Das kann eigentlich nie verkehrt sein. Ausdauerschub, Regeneration der Ausdaueranzeige wird beschleunigt. Okay. Und Reflexe. Chance, einen Angriff automatisch auszuweichen, der dich verletzt hätte. Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Das ist geil, weil das ist ein passiver Skill. 20% können wir... Ja gut, 30%, aber immerhin, das ist dann fast jeder dritte Schlag. Bei gewissen Gegnern. So, Heilung war dann noch Behandlung. Du regenerierst mehr Gesundheit, wenn du Heilgegenstände benutzt. Okay, das geht bis zu 330%. Zweite Chance. Du verwendest automatisch eine Spritze, wenn du tödlichen Schaden erleidest. Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Das ist cool. Schade, dass es nicht immer funktioniert. Das finde ich nice. Da muss man nicht selbst drauf achten, oder dass ich zu früh heile oder so. Sondern nur, wenn es nötig ist. Du regenerierst Gesundheit schneller bei Heilung kurz vor dem Tod. Okay, also wir werden uns erstmal auf die List konzentrieren, dann auf den Kampf, aber auch auf die Athletik. Das ist so das, was mich am meisten derweil anspricht. Ja, tut mir leid, werte Dame, aber Sie können mir im Moment noch nicht helfen. Was mit den Schließfächern? Spielen die diesmal nicht mit? Oder vielleicht noch nicht? Ich weiß nicht. Ich will auf jeden Fall jetzt... Kann ich mit dir reden? Ich kann mit dir reden. Ich verstehe nicht. Dieser Ort. Sie wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände. Der Stuhl. Sie. Als hätte sich rein gar nichts verändert. Ja, für dich vielleicht nicht. Aber wirklich, hier ist alles sehr vertraut. Ich möchte jetzt trotzdem aufstehen, wenn ich darf.
Das finde ich cool, dass Tatjana wieder dabei ist. Da werden wir bestimmt auch noch mehr mit ihr reden können mit der Zeit. Finde ich sehr stark. Also ich mag jetzt schon meine Station und meine Basis. Da kriegt man doch voll Lust drauf. Ja, da ist mein Spiegel. Aber du wartest jetzt mal. Katzi! Na, hast du mir ein rotes Tuch gebracht? Das war doch vorher noch nicht da, oder? Okay. Weiß ich jetzt. Doch, das war bestimmt schon da. Projektor, der bringt mir jetzt nicht viel. Ich muss mal gucken, ob sich hier jetzt irgendwas verändert hat und ob ich mit Kidman reden darf. Aber offenbar nicht. Ich kann ja auch generell mit Kidman reden. Dafür muss ich ja nicht hier sein. Wenn ich jetzt ein Tier hätte, dann vielleicht. Aber so. Ey, jetzt batscht doch nicht seine Tür so auf. Hat sich hier jetzt was verändert, weil ich... Ah ja, tatsächlich, der hat ihn durchgestrichen, weil er weiß, dass er tot ist. Er hat auch gleich das Bild dazu immer gehängt. An der Front zu kämpfen ist gefährlich. Okay, finde ich cool, dass er das anpasst. Der Typ da oben, den kennen wir, Lime. Mal gucken, was er jetzt zu dem sagt. Gar nichts, okay. Es wird so tot sind, sagt er nochmal was. Ja, die anderen haben wir noch nicht gesehen. Wobei ich mir nicht sicher bin, der eine Soldat, der gestorben ist, aber nee, das glaube ich jetzt nicht. Dass das einer von denen war. Na gut, müssen wir mal abwarten. Es sind ja so viele gestorben, da hat man ja keinen Überblick, wer was, wie und wo. Aber hey, wir leben noch und ich glaube, hier wird jetzt auch nichts weitergehen. Deswegen... Ja, Mieze. Kann jetzt leider nicht kuscheln kommen, ich habe kein Dia. Ich habe keinen Grund, mich da hinzusetzen. Nochmal das alte Tier angucken, wird bestimmt nichts bringen. Deswegen wird jetzt nochmal gespeichert und dann beginnt es jetzt aber wirklich mal langsam wieder. Tutorial nach 2,5 Kapiteln somit abgeschlossen, könnte man sagen. Okay. Jetzt geht die Action aber so richtig los, glaube ich. Wobei das ja am Anfang schon ziemlich geil war. Oh, das ging jetzt schnell. Keine Ladezeiten, sehr schön. Und da ist eventuell die Tür, wo es weitergeht. Mal gucken. Darf er jetzt schon wieder zielen? Nö. Wann machst du deine Waffe überhaupt in der Hand? Nee, aber ich kann sie auch gerade nicht auswählen. Okay, gucken, ob ich da das entfernen darf und raus. Ah, da ist auch noch eine Tür. Gut, dann machen wir es eben damit. Ich würde jetzt schon gerne meine Waffe nehmen. Wer weiß. Sorry. Da war dann gar nichts mehr außer der Spiegel. Doch. Ich meine Orientierung, ne? Da ging es wieder los. Wie geht's weiter? Oh nein, wir sind draußen. Fuck. Gehe nach draußen und benutze den Kommunikator, um die Stimme des Mädchens aufzuspüren. Das ist unsere Hauptmission. Hier ist es ja gerade ruhig. Das gefällt mir. Okay, jetzt kann ich auch wieder alles benutzen. Okay, alles klar. Lass das Licht aus. Halt die Klappe. Und vergewissere dich, dass gerade wirklich niemand da ist. Das ist gut. Okay, ich werde mal bei mir die Lautstärke erhöhen. Einen Moment. So. Jetzt irgendein komisches Lexen oder Schritte, dass ich die auch wirklich vernehme. Gut, gucken wir uns jetzt einfach mal um. Warum darf ich nicht mehr auf meine Karte gehen? Die war doch auf Dreieck, oder nicht? Ne, sie war hier. Bevor ich jetzt dahin gehe, Hüterarmbrust. Obwohl, nee, das war auch optional, ne? Hüterarmbrust. Und das Grüne untersuche die Mobius-Resonanz. Genau. Gehe nach draußen, benutze den Kommunikator und die Stimme des Mädchens auszuspielen. Ist meine Hauptquest. Da oben ist irgendwas. Okay. Ich weiß gar nicht, wo meine Hauptquest ist. Vielleicht erst, wenn ich ja den Kommunikator benutzt habe. Wie benutze ich den? So von selbst. Ich weiß es gar nicht. So, aber hier ist gerade echt nicht viel los. Hm? Wow. Okay. Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. Okay, Resonanz scannen. Unbekannte Resonanz erfassen. Wenn sich der Kommunikator innerhalb der Scan-Reichweite eines Resonanzpunkts befindet, erscheint ein Schallwertsymbol links oben im Bildschirm.
Bewege den Kommunikator, um das Signal zu finden und zu erfassen. Okay. Ist ziemlich weit weg. Aber das ist meine einzige Spur. Gott, hoffentlich ist es Lily. Sind das 380 Meter? Weil das wäre ja nicht unbedingt weit weg. 113, 380. Ah ja, man sieht ja auch diesen Pfeil dann. Es kommt von da, die Mädchenstimme. Aber da habe ich noch was anderes empfangen. Ah. Leg dich ein, Jane. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Mhm, also das ist unsere Nebenmission. Und der Typ da drin, der sagt nichts. Der ist still. Okay. Interessant. Ausrüsten und verstauen. So. Okay. Spüre den Ursprung der Stimme des Mädchens mit Hilfe des Kom... Ja, das habe ich doch gerade eben gemacht. Weiter so auseinanderfällt, gibt es bald nichts mehr zu suchen. Ich muss dieses Signal finden. Wow, das sieht ja jetzt mal wieder total schräg aus im wahrsten Sinne des Wortes. Das wird auch gespeichert. Okay, alles klar. Ja, das Signal finden, du bist lustig. Okay, ein bisschen zahlentillig war das ja schon, ne? Dass jetzt einfach hier das Ding abgekapselt ist, aber okay. Gut. Dann mal weiter. So. Scheiße, da hinten schleppt jemand eine Leiche rum. Okay, das macht er ja wunderschön. Ah, mein... Soll ich meinen Scanner benutzen? Nee, kann ich gar nicht. Ich dachte, wenn ich... Shit, wo latscht der jetzt hin? Eigentlich müsste ich erst mal da lang, weil da war ja meine, da benutzt das, okay. Ja, da geht's zum Mädchen. Ich muss aufpassen. Tut das mal weg, der kommt verdächtig nahe. Ach, der sammelt da die Leichen, okay. Hat er mich jetzt gesehen? Fuck. Komm, geh mal da weg. Nein, er hat mich noch nicht gesehen, weil sonst würde da ja so ein Auge erscheinen. Der kommt aber voll in meine Richtung, der Depp. Was war das denn? Achso. Ich wollte eigentlich in Deckung gehen. Ich benutze mal das Auto. Jetzt mal gucken, wo der hinläuft. Ich finde das ein bisschen nervig mit diesen Signalen. Ich weiß doch jetzt mittlerweile. Okay. Wo läuft der hin? Ziemlich unkoordiniert, der Typ. Und schaut doch öfters hinter sich. Das wird schwierig mit Schleichangriffen. Ob der jetzt gleich zurücklaufen wird? Oder... Ja, also, was ich eigentlich sagen wollte... Mein... Nebenquest ist eigentlich da links, eher in die Richtung, wo gerade... wo fast alles am Arsch ist. Die Abtrünnigen, die man auch gehört hat im Funk, und das Mädchen. Ich halte mich also erstmal links, würde ich sagen. Da, wo der Typ leider hingelatscht ist. Warte mal, ich stehe mal... Ich bin noch nicht so ganz warm mit der Steuerung, muss ich leider sagen. Ich stehe mal auf. So. Okay. Gucken, ob der Typ zurückkommt. Da hinten sind noch mehrere. Okay. Da versuchen wir vielleicht mal hinzugehen. Oder schauen wir uns mal die Leiche an, die er dahin verschleppt hat. Gucken wir uns das generell mal an. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich da runterfallen kann. Ich will es nicht ausprobieren.
Da liegt nämlich auch ein bisschen was, glaube ich. Da leuchtet was. Ah, das wird lustig, das Ganze hier zu erkunden. Diese Dinge häufen hier Leichen auf. Aber warum? Ich habe keine Ahnung, aber da liegt eine Nahkampfwaffe für uns. Handaxt. Wenn du eine Handaxt erhalten hast, ersetzt sie im Kampf vorübergehend das Feldmesser. Manche Gegner tötet sie sofort, geht nach einmaligem Gebrauch aber zu Bruch. Handäxte sind an verschiedenen Stellen in Union zu finden oder können Gegner abgenommen werden. Sehr schön. Das kennen wir auch, glaube ich, noch vom Grundspiel. Ist die noch am Leben? Oh shit, die hat noch rote Augen. Ich glaube, die könnte wirklich noch leben. Die will mich bestimmt erschrecken, die blöde Kuh. Boah, nee. Nicht mit mir. Also jetzt... Ich habe eine Axt, ey. Ich ramse die ins Gesicht. Die lebt noch. Ich kann sie leider auch nicht von hinten töten, weil sie ja da liegt. Was macht er denn da? Was habe ich da? Achso, Schießpulver, okay. Da liegt ein Foto. Bin nicht sicher. Oh, du Olle. Geh weg. Stirb. Hey. So, dafür habe ich jetzt meine Axt verschwendet. Ich wusste, dass die noch lebt. Die hätte mich ansonsten bestimmt gepackt oder so. Mit ihren Augen. War sehr verräterisch. Oh mein Gott. So, ansonsten ist da nichts mehr. Kann ich, ist da vielleicht... Warte mal, kann ich das vielleicht kaputt machen? Sind das Kissen, die ich zerstören kann? Huch! Oh, schönes Detail. Dass man auch das kaputt machen kann. Sollte ich mir vielleicht merken, falls ich im Auto was tuten sehe? Tatsache, was kann ich denn da machen? Oh, tuten? Ist natürlich eine gewisse Ablenkungs... Taktik, aber ich glaube, ich will das gerade nicht machen. Beziehungsweise das Radio anmachen. Irgendwas davon. Und hier scheine ich auch reinzukommen. Das ist ja cool. Hier könnte ich mich verstecken, wenn ich mich ducke. Ich habe noch ein bisschen so das Duckproblem in dem Spiel. Wartet mal, das will ich jetzt... Okay, erstmal gucken, ob da jemand drin ist. Shit, da ist wirklich jemand drin. Ich habe nämlich gerade überlegt... Der betet. Das scheint vielleicht noch normal in der Birne zu sein. Ich habe nämlich gerade überlegt, ein Fenster kaputt zu machen, ob er dann reinsteigen kann. Schade. So sehr ins Detail geht es dann auch nicht. Aber wir könnten ja mal da reingehen zu dem Typen. Der wirkt noch so halbwegs normal. Ich kann natürlich auch täuschen. Oh, ich habe so Bock auf das Game, Leute. Ich kann es euch kaum beschreiben, weil einfach dieses... Erkunden jetzt. Ich hoffe, das bleibt weiterhin auch so eine bisschen offene Welt. Ich frage mich, ob ich zum Beispiel da jetzt zum Beispiel entlang laufen kann oder ob ich dann jämmerlich sterben werde. Ich gehe erstmal zu dem Typen rein, bevor ich da so was Experimentelles probiere. Ist das jetzt was Neues, weil das eben kam? Ja, das ist alt. Warte mal, erfassen. Abbrechen, nein. Da ist noch was. Krieg dich ein, Jane. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Ja, das wiederholt sich immer. Und das, was ist das? Unbekannte Resonanz. Ist vielleicht zu weit weg. Ach, erfassen muss ich erst. Toter Mobus wurde protokolliert. Ersatzteile. 48.2. Ach! Ich kann also von Leichen sowas Ersatzteile jetzt aufspüren. Das ist natürlich auch geil. Okay, scheint ja doch eine nette Spielerei mit dem Teil zu sein. Gefällt mir. Darf ich da rein? Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir. Oh Herr, bitte. Ich weiß, ich habe gesündigt, aber nicht das. Bitte vergib mir meine Sünden. Vergib mir. Oh. Bitte, bitte vergib mir, was ich getan habe. Hallo? Bitte vergib mir. Alles in Ordnung? Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Oh Gott. Bitte. Bitte.
Oh mein Gott. Scheiße, warum bin ich hier auch rein? Scheiße. Oh, okay, okay, okay. Okay. Okay, zum ersten Mal so einen richtigen Kampf vor uns. Hopp, Ziel. Ist der stärker, weil das so eklig aussieht? Nee. Zum Glück halten die noch nicht so viel aus. Da war noch ein dritter, oder? Oder doch nicht? Oh mein Gott. Aber geil, wir haben zum ersten Mal richtig gekämpft. Das vorhin mit der Mutter, das war... Da ist noch einer, da ist noch ein Auge. Fuck, 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 fuck. Lass mich mal verstecken hier. Wieso ist da immer noch ein Auge? Das kann mir unmöglich gerade jemand sehen. Hey, dich kenne ich doch. Schlüssel, Leute. Es gibt wieder Schlüssel für die Schließfächer. Leichenschrankschlüssel. Mit diesen altmodischen Schlüssel kannst du Leichenschränke in... Schwester Tatjanas Leichenhalle öffnen. Also auch das gibt es wieder. Hammergeil. 1 von 32 gibt es insgesamt. Hat sich also schon mal gelohnt, hier hinzugehen. Warte mal, ich glaube, der eine lebt noch. Guck mal, da pulsiert doch noch irgendwas Ekliges. Es ist anscheinend normal. Oh Gott, ey, die wirken überhaupt nicht tot. Wie ekelhaft. Okay, was ist jetzt mit dem dritten? Ich glaube, kann der nicht richtig rein oder hängt der irgendwo fest? Kann ich jetzt theoretisch da rausklettern? Okay. Ist vielleicht die beste Alternative. Aber was leider auch jetzt leider erstmal vonnöten ist, werte Freunde, ist ein... Oh, Spritze. Fuck. Habe ich eigentlich Schmerzen? Also, wie geht es mir durch den einen Angriff? Der eine Angriff. Okay, das ist ja noch human. Ja, die Spritze nehme ich dann, sobald ich eine Spritze brauche. welche Überraschung. Und ja, der macht auch nichts mehr. Geil. Also ich bin ziemlich geflasht von dem Game. Ich freue mich richtig, diese kranke Stadt weiter zu erkunden. Es scheint hier viele spannende Events zu geben. Ich meine, das jetzt hätten wir gar nicht machen müssen. Aber wir mussten ja unbedingt reinschlappen. Gut, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, Freunde, wenn es hier weitergeht mit Let's Play The Evil Within 2.